Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Team Chaos Public. Zusammen mit der Astrid, dem Florian, dem Paul, dem Uwe, dem Mani, einen wunderschönen. Hallo. Hallo. Moin. So, ich hab mal lieber gesagt, wir machen mal so ja auf die 15, damit wir nicht zu viele Zuckerrüben haben. Die muss ja auch irgendwie jemand abfahren und ernten wollen. Schauen wir mal. Kleiner, wenn du eine Aufgabe suchst, ja. Nee, mach mal nicht. Doch, mach mal ruhig. Feld 24 steht ein Gespann. Da kannst du Ballen sammeln. Das kann ich gerne machen. Perfekto. Was sagt Uwe? Das weiß er doch auch nicht, was er sagt. Stoß erzählt er. Wie schreibt man Stoß? Keine Ahnung. Vielleicht so? Hätte ich jetzt auch gedacht. Sieht zumindest plausibel aus. Manni, warst du auf der 18 schon? Oder wo? Ja, für 18 war ich schon. Okay. Ich bin jetzt hier unten beim Hof. Wie weit bist du da schon? Macht es Sinn, da erst hinzukommen? Nein, ich fange gerade an. Okay. Blöd. Hallo. Astra hat mich verteidigt, ne? Sie sagt, das ist Blödsinn, dass ich Schluss rede, oder? Habe ich so verstanden. Also doch, dann. Ich habe das so verstanden. Astra hat mich verteidigt und gesagt, ich rede keinen Stuss. Das ist Blödsinn. Alles andere könnte ich leider emotional heute nicht vertragen. Okay, sie schreibt auch lieber gar nichts. Das ist auch viel besser für mein Gefühl, würde ich sagen. Oh. Alles für die emotionale Gesundheit vom Lauch. Danke dafür. Schließlich will die neue Generation, wie man euch bei Insta gesehen hat, auch noch großgezogen werden, ne? So oder so ähnlich. Gibt es außer der 25 noch ein Feld, wo gesammelt werden muss? 24, 25. Ja, außer okay. Den beiden. Ja, danach bin ich gerade auf die 18 gefahren. Aber jetzt sag mir nicht, dass du schon die beiden Felder durch hast. Also. Nein, ich bin immer noch auf der 24, alles gut. 31 eventuell auch noch nie noch einer gesammelt. Ja, danach gibt es noch weitere. Also ich bin jetzt auf der 18 am Pressen und danach bin ich hinter Money hinterher, der gerade auf der 31 unterwegs ist. Also wir hätten noch ein paar Ballen, die wir machen könnten. Potenzial ist da. Hätte zufällig gleich irgendjemand Zeit, meine mobile Badewanne nochmal aufzufüllen? Ja, natürlich. Soll ich das schnell tun? Ja, also vieles nicht mehr drin. Ich glaube, ich mache die jetzt leer. Warte. Steht da auch ein Traktor dran? Nein. Okay, danke. Den musste ich ans Fass machen, weil war ja dann, ne? War ja dann eins Paul einfach weg, ja, ne? Der war einfach weg. Einfach despawn. Einfach despawn. Ja, kann ich verstehen. Ich muss ja Felder einmessen. Hm. Und jetzt können wir auch kaufen, die Probleme. Brauche ich mal einmessen. Nee. Und wäre ich auch fein. Nee, ich würde sie tatsächlich kaufen, muss ich gestehen. Du meinst die Bodenproben ziehen? Ja. Welcome back übrigens. Ja, genau. Ja. Ich habe dich auch mit anmoderiert, ne? Ich hab, schön. War einfach mal guter Dinge, dass dein Sohn sehr vernünftig ist und nicht nach seinem Vater kommt. Er war noch klar zu verstehen, glaube ich so. Ja, das ist doch gut. Also, was will man mehr erwarten? Entweder er hat sich gut zusammengenommen oder er kommt doch erst nach seiner Mutter. Ja, vielleicht. Nur, dass sein Vater seit 3 Jahren ohne Sprit ist, ne? Das
Komm, du weißt, wie ich das meine. Ich weiß, so wie du es gesagt hast. Ja, genau. Alles gut, ich verstehe dich. Alles voll. Ich erinnere dich so in 10 Jahren nochmal dran. Ja, mach das gerne. Wobei, da weiß ich gar nicht, ob ich mir beim ersten Sorgen mache. Ich glaube, erinnere mich immer so in 12 Jahren dran. Ich glaube dann, dass das schwieriger wird. Meinst du, kriegst du auch so einen kleinen Teufel wie ich hab? Nee. Das Wort kriegen kannst du streichen gegen haben. Ja. Okay. Also, aber es wird besser. Nein. Doch. Besser wird es nicht. Es wird nur schlimmer und lauter. Deine Wobei, Lütte ist lauter Zucker. Geht eigentlich gar nicht mehr. Deine Lütte ist Zucker. Also, meine Lütte ist Zucker, wenn du da bist. Ich bring die dir gerne mal eine Stunde oder zwei vorbei, dann siehst du mal, wie Zucker, weiß ich nicht, in Flammen aufgeht oder so. Gestern wollte ich sie mitnehmen, da hast du gesagt, nö. Ja gut, okay, aber warum bin ich denn... Ich durfte den Hund nicht mitnehmen, ich durfte den Kinder nicht mitnehmen. Den Hund auf keinen Fall. Die Hunde darfst du nicht, aber das Kind können wir diesmal nochmal drüber überlegen, ob du es nochmal eine Stunde mitnimmst. Du, kein Problem. Nee, also unsere Kleine ist tatsächlich schon echt Diva. Sie hat mir sogar Kaffee und Tee gebracht. Zwar in Sandform, aber... Ja. Also, wie gesagt, sie kann echt Zucker sein. Aber sie ist auch so ein kleiner Satansbraten. Also sie weiß schon sehr genau, was sie möchte, was sie darf und was sie auch nicht darf und was sie einfach ignoriert. Ich weiß, habe ich zu Hause, sitzt unten. Ja, aber 2,5 halt, ne? Das ist so manchmal, wo du denkst, Alter... Welche? Das wird besser. Ich weiß jetzt schon, 9000 Liter hätte ich noch, Wasser. Ich weiß jetzt schon, den ein oder anderen Kampf. Das wären mehr. Oh. Du sollst es bekommen, nicht mir geben. Ich weiß schon, den ein oder anderen Kampf werden wir definitiv hart ausfechten müssen. Wir können mal tauschen. Ich bin mir ziemlich sicher, dein Teufel ist bei mir dann wieder Zucker. Das kann sein. Also das ist so also ein bisschen schwierig, aber können wir natürlich gerne tun. Ich aber bin halt stopp, Uwe, ich brauch den hier unten gar nicht mehr, weil auch die 50 Matte Uwe ja so ja drauf auch. Ach so, ja gut, also kann ich einfach nur nach Hause fahren? Ja. Okay, ja, perfekt. Hör mal, muss ich Bescheid. An den Wiesen, das kann ich auch so aus dem Köderlager holen. Ja, ich habe okay. Jetzt auf der 50 Zucker drauf, ja. Hab ihn. Soja, genau, ja. Danke, Manni. Achso, aber was wir auch machen können, wenn du gleich fertig bist, hier sind noch 4000 Liter Gärreste drin. Und danach können wir dir das Ding einmal mit Gülle voll machen. Die müsste, glaube ich, noch im Stall drin sein, wenn ich es vorhin richtig gesehen habe. Bisschen was ist noch da, ja. Genau, dann mache ich dir das Ding einmal mit Gülle voll oder du dir selber, wie auch immer. Und ja. Dann musst du nicht ganz so weit fahren. Ja, ich weiß, du bist eh in der Nähe vom Hof, aber wenn du so Richtung 24, 25, sorry. Ja, gut, zwischen stimmt, 24 und 25 gehst, dann ist ja doch schon ein bisschen schöner, wenn du vielleicht da aus diesem wunderschönen Gerät hier überbunkern kannst, abbunkern kannst. Ja gut, vorne ist ja mittlerweile auch in der Hofeinfahrt 3 große Felder, ne? Ja. Zwei große und ein Aber wahrscheinlich bist du dann schon. Schon leer mit Gülle, meinst du, ne? Ja. Ja, okay. Aber ich kann dir jetzt auch den Gülle bringen oder Gärreste bringen, weil ich bin nämlich fertig mit Ansehen auf der 50. Oh, guck mal, dann steige ich einfach aus. Nee, einfach aussteigen. Ich kann wieder wegnehmen. Ich habe meinen eigenen jetzt. Ja, komm, jetzt sei mal bitte nicht so. Doch. Auf Höhe der 38, dann presse ich hier weiter, bevor der Kleine gleich nämlich hinter mir steht und sagt, ey, was ist los hier? Wo sind denn die Ballen? Ich weiß ja, wie das ist. Jetzt gleich halt nicht mehr. Das ist ja mein Problem, weil der sammelt ja viel schneller, als ich pressen kann. Aber auch schon krass, ne? Ich habe 517 Ballen.
Das heißt, ich habe schon über 100 Ballen hier zusammengepresst, weil ich glaube, vorhin hatte ich irgendwas mit 395 oder so gelesen. Also läuft. Mitten auf der Straße. Bist du einfach ausgestiegen, oder? Ich bin kurz ein Stück zur Seite gefahren. Der steht mitten auf der Straße. Naja, ich sagte ein Stück. Die Definition von Stück kennen wir Gott sei Dank beide nicht. Unser Klugbär ist nicht da, also musst du es mir einfach glauben. Der steht also, nach meiner Meinung steht der mitten auf dem schwarzen Asphalt. Ja, gut, vielleicht bin ich einfach vorher noch ein Müh weiter links gefahren und einfach nur ein Müh nach rechts gedriftet. Sei mal nicht so. Ein Stück also. Ein Stück halt. Ja. Ein Stück. Gibt's eigentlich eine Definition von Stück? Also gut, weiß ein nicht. Stück ist natürlich einmal etwas, irgendwie ein Stück Brötchen, ein Stück Brot. Das ist ähnlich wie gleich wahrscheinlich. Ja, gibt es eine Definition von gleich? Naja, jeder hat seine eigene. Ja, genau, aber gibt es eine offizielle? Vermute nicht. Ich weiß es gar nicht, aber bei dem Thema gleich musste ich irgendwie gerade unweigerlich daran denken. Vielleicht kennt der ein oder andere das, diese Insta-Bilder oder wo auch immer es die noch gibt. Von wegen, wenn ein Mann sagt, er macht das, muss die Frau mich alle 6 Monate daran erinnern, dass er das noch zu tun hat. Ja, genau. So, was hat der Yannick geschrieben? Er macht das gleich. Da braucht man muss sich nicht alle 6 Monate dran erinnern. So war es, ne? Ja, irgendwie so. Ich glaube, es war irgendwie, wenn ein Mann sagt, er macht das, dann muss man ihn nicht alle 6 Monate irgendwie daran erinnern oder so. Ja. Irgendwie so. So, wo soll ich die Sämaschine stelle ich an den alten Platz? Ne? Ja, bestimmt. Glaube ich mal, wenn sie da reinpasst. Stimmt. Ich hab da ein gutes Gefühl, dass du das schaffst. Nee, weiß ich nicht. Klar, wenn sie da reinpasst, machst du da gerne hin. Das macht nur Sinn. Glaub wohl. Ich habe übrigens die erste schon da auf dem Wald da drauf. Sehr gut. Hat sich also schon gelohnt, sagst du. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt hier drauf gefahren bin. Hatte der schon Stunden, als ich eingestiegen bin, der Fiat? Uiuiui. Nicht viel, ne? Er wurde halt nicht gern benutzt wegen dem hier. Ja, der ging ja, warte, geht ja auch nicht, weil das ist ja der neue Mod, der nicht mehr viren sollte, so, wo wir ja festgestellt haben, mit dem neuen Auspuff, am Auspuff lag es mehr oder minder. Der hat jetzt auch schon 1,6 Stunden runter. Doch ja, nicht da reinfahren, die kannst du ins Lager schmeißen. Ah. Wo wolltest du so reinfahren, Kleiner? Ja, in das Lager hier am Hof. In das Lager am Hof. Wir haben kein Lager am Hof. Ja, das ist das Fazilo. Ja, Mann. Einfach über dem Trigger entladen. Gut. Mann, jetzt echt zu viel Langeweile. Ja. Wenn die Langeweile macht, dann macht er Buster ins Feld. Quasi Graskreise, keine Kornkreise, sondern. Manni hat sich überlegt, er will einen Schachbrettmuster mal machen oder ein riesen Tic-Tac-Toe-Feld. Dazu bräuchte ich einen Schwader mit Almrad. Finden wir bestimmt. Können wir auftreiben. Die kleine Schwader. Denke auch. Wir sind auch so ausgestiegen, dass ich mir den Trecker ausgemacht, ne? Wie bitte? War das an mich gemeint? Ja. Was habe ich gemacht? Einfach ausgestiegen? Ja, ausgestiegen, nicht meinen Trecker ausgemacht. Ja, du hast doch gesagt, du bist fertig und nimmst den. Ich hab gesagt, ich muss erstmal zum Hof und ich bin fertig mit ansehen. Ich war ja noch auf dem Feld. Ja, aber guck mal, wenn ich den jetzt ausmache, dann wird der kalt
Und der war jetzt warm und dann läuft der, ist der eingelaufen und verbraucht auch viel weniger Sprit und das Öl fließt so schön und das ist wie so ein Miezekätzchen, was solide Öl geölt ist. Und wenn ich den ausmache, dann wird das alles kalt und dann brauche er erst wieder um. Und deswegen dachte ich einfach, ich lasse den kurz auf Standgas laufen, da verbraucht er jetzt ja auch nicht so viel Diesel. Ja, okay. Ja. Nicht? Doch, ja, passt schon. Klang plausibel, oder? Ja, jein. Doch. Denk schon. Gut, lassen wir es einfach mal so im Raum gestellt. Ja, lass das mal so im Raum gestellt. Vielleicht schreiben die Zuschauer einfach noch ihre Meinung, bevor wir jetzt am Ende der Meinung, Ende der Folge sind, ne? Doppelmeinung. In diesem Sinne, jetzt, ne, habe ich es aber. So, also schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint, laufen lassen oder ausschalten. In dem Sinne, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne noch einen Däumchen nach unten. Danke dafür. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.